Hallo Welt, hallo Sandra, du bist auch da. Hallo YouTube, hallo Richie. Ja, letzten paar Tage. Was war das? Ich weiß nicht. Bin dann voll, okay. Haben wir Selena Gras besorgt. Und was machen wir in dieser Folge? Wo ist hier jemand? Nee, ich meine, was wir in dieser Folge machen. Ach so. Wir hätten noch einen Schatz, eine Rätselfisch-Schatzsuche. In der Nähe von dem Herrn, den wir dann mal auch irgendwann mal holen sollten. Ich glaube, den Schatz den machen wir. Okay, abgemacht. Unser Auto ist wohl weg, oder? Keine Ahnung. Wo war der denn? Nee, da steht. Ja. Ist das noch da? Ja. Oder nehmen wir Buddy, mein Gut. Du fährst. Ah, was ziehe ich denn da an? Was machen wir, Schatzsuche und der Fisch? Rätselfisch. Und dann brauche ich irgendwas mit Geräten oder so? Und vielleicht das hier. Aber nicht, dass du Angst bekommst. Das ist nur eine Maske. Darunter sehe ich anders aus. Okay, dann fahr mal. Wow. Heftiger Seegang hier. Ja. Deine Haare wehen richtig im Wind? Echt? Ja. Was hältst du da in der Hand? Meine Waffe. Oh oh. Ich weiß, was für ein Tier. Ja. Hier vorne sind ein paar zum Abschießen. Hast du sie? Nee, nicht alle. Nur einen habe ich ja schon erwischt. Und einen hast du erwischt mit dem Auto. Oh, ist da einer. Oh, was wurde überfahren? Das hört sich so gut an. Oh, das war ein Vogel, der ist vorbeigeflogen. Oh, ganz schön. Was passiert? Schöne Strecke. Hier vorne können wir vielleicht jemandem helfen. Okay. Schleichen? Oh nein, niemand da. Schon erledigt? Ja, manchmal haben die hier eine Geisel, deswegen dachte ich. Ja, wenn jetzt was so blöd ist hier. Ach, 1 von 4 Rostfunk. Ja, wollen wir das machen oder demnächst? Wir werden hier bestimmt nochmal halten. Warte, 2. Hast du schon? Ich schon 3. Okay. Hier oben ist noch 1. Schlange! Was war das jetzt? Ist erledigt? Nein, sie hat mich gebissen. Ich bin jetzt grün. Sie sollte, so wie ich angezogen bin, ein wenig Angst haben vor mir, oder? Okay, ah ne, das ist unser Auto. Ja gut. 4 hast du? Ah ja. 3, 4, ja.
Hier ist noch was. Ja, müssen ja nicht erst gucken. Komm. Komm? Oh, okay. Ja. Wer hat denn das gesagt? Ich hab keine Ahnung. Da hinten. Ach, das ist ein Zivilist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nicht immer auf alle schießen. Ja. Ich hab den erwischt. Zum Glück war das ein Highwayman und kein Zivilist. Da laufen auch welche rum. Aber das nicht. Das ist eine ganz schöne Strecke, also die Straße, die zieht sich auch in den Weg. Kein Problem, die Straße ist frei. Kann nichts passieren, ich fahre ja. Oh, ein Büffel oder so. Oh, oh, oh. Weil hättest du jetzt ein bisschen gefahren. Hätten wir denen helfen sollen? Können nicht jedem helfen. Bitte? Wir können nicht jedem helfen. Okay, die müssen sich selbst helfen manchmal. Die kennen sich bestens aus hier. Ist ja Hope County. Eben. Bitte? Ach. War nichts? Oh nee, war nichts. Da war einer, der war weg von mir, aber ich hab gesagt, mach's gut. Okay. Wir sind gleich da. Ich würde stoppen. Meistens hinter der Generation. Vorsicht vor dem Puma. Ja, ich hab's gehört. Oh, ah, ah. Vorsicht vor dem Puma. Genau vor meiner Nase. Ich schlage ihn auf. Ich sehe nicht. Nein, nicht doch. Wer schreit denn hier so? Ich weiß nicht, ich nicht. Ich sterbe gleich. Ach, ist das mit dem Fisch? Das ist lustig. Ah ja, richtig. Der Rätselfisch. Der ist gut. Ach, da ist einer. Ja. Der hat geschrien. Da kam einer brennend hier aus dem Schuppen, glaube ich. Okay. Liest du? Warte, ich bin noch nicht am Lesen. Ich hab da was gefunden. Ich bin drin. Deinen Müssen. Ah. Wir sollen auch wieder Komponenten suchen. Ach komm. Das lesen wir. Also, Warnnotiz. Okay. Ihr Highwayman-Läuse, ihr wollt unbedingt in diesen Bunker einbrechen? Versucht es doch. Der Bunker ist unter dem Schuppen. Die Tür ist gleich unten an der Leiter, hinter dem Fisch. Also los, kommt rein. Traut euch doch. Okay. Zwei von sechs. Ach, das ist wieder so ein Sammelding. Bist du drin? Nee, ich bin dir ja vor. Ach so. Ich wollte nur kurz hier um die Ecke gucken, aber da war nichts. So, meinst du, es wäre gut, jetzt hier reinzugehen? Ich dachte, weil hier ist ein Zettel. Alles qualmt. Notiz von der Freundin. Dylan, zum letzten Mal. Nein, ich tausche nicht die Tür aus. Normale Schlösser reichen gegen die Highwaymen einfach nicht. Und ich habe es dir schon mal gesagt. Wenn du solche Probleme hast, dich daran zu erinnern, dann geh zum Haus. Ich habe die Lösung dort quasi aufgeschrieben. Skylar. Okay.
Sollen wir eigentlich erst zum Haus gehen? Stand da, oder? Ja. Das ist ja erst zum Haus. Wo ist denn das Haus? Kommt? Dass wir hier auch brennend rausrennen. Das, ja. Ist eine gute Idee. Was ist denn ein Tresor? Wie kommen wir denn da an den Tresor? Ich habe ihn dir aufgemacht. Komm ich da rein? Hier rüberspringen. Wo? Hier. Hier drin. Ach so. Sportlich. Das geht nicht. Vorsicht. Eichhörnchen, Eichhörnchen. Guck mal, es rennt im Kreis. Oh, niedlich. Oh. Hallo. Das ist ja gar kein Eichhörnchen. I. Wie geht dir jetzt? Es rennt immer noch im Kreis. Das wird immer schneller. Wird ihm nicht schlecht. Jetzt müffel ich. Ich muss hier raus. Wo ist es denn? Bleib stehen. Bleib stehen. Oh. Hier steht was. Ein Brief. Hier, meinst du den? Ja, Notiz vom Freund. Gottverdammt, Sky. Ich habe was Besseres zu tun, als auf einen Generator zu hauen und den dummen Fischen beim Zappeln zuzusehen. Sag mir einfach, wie die verfluchte Reihenfolge ist. Verfluchte Reihenfolge. Okay, wir starten mal das Ding da. Grün, rot, rosa, braun, blau, gelb. Ist ja aufgestiegen. Nein. Mach das nochmal, bitte. Starten. Zwei, vier, sechs, eins, drei, fünf. Ach so. Zwei, vier, sechs, eins, drei, fünf. Okay. War das richtig? Ja, ich mach das dann nochmal, oder? Ja. Jetzt haben wir keinen Strom mehr. Geht nicht mehr. Zwei, vier, drei, sechs, eins, drei, fünf. Kein Problem. Zwei, vier, sechs, eins, drei, fünf. Alles klar. Oh. Okay. Erst die geraden, dann die ungeraden Zahlen. Ach so. Ich hab noch nichts zu tun. Ich glaube es. Erste Hilfe? Nein. Also. Ich glaube, rot war zuerst. Nein. Zwei. Oh oh. Sechs, dann eins, drei. Hast du eins schon gemacht? Nein. Erst eins, dann drei. Okay, du eins, ich drei. Warte, so geht das nicht. Eins, drei. Krass. Oh, Vortragspunkt. Ein krasses Rätsel, so. Aber eigentlich logisch, der Rätsel ist einfach 246, 135. Das ist die Kran und dann Ungran sein. Ein kleiner Groß. Da wäre ich nie drauf gekommen.
Ich weiß gar nicht, wie ich mir das gemerkt habe. Mit meinem gigantischen Gehirn wahrscheinlich irgendwie. Ich weiß also es nicht. Also hättest du dich die Zahlen gesagt, hätte ich die Farben gemerkt. Also, ja, naja, das stimmt natürlich blöd. Aber nach den Farben wäre das vielleicht sogar einfacher gewesen. Ja. Moment. Grün. Rot. Naja, rosa. Hier ist noch ein Safe. Braun, für dich. Blau, Gelb. Naja, das wäre nicht einfacher. Naja, ich weiß nicht, ob die Farben einfacher zu merken gewesen wären. Safe, und dann haben wir hier einen Holoband. Mhm. Und auf dem Boden liegt noch eine Notiz hier. Ja, dann machen wir erst die Notiz. Erste Notiz? Ja. Das ist deine Tagebuchseite. Kommst du ran? Ja. Ich glaube, ich habe ihn erst mal 10 Minuten lang nur angestarrt, als ich Dylan verbrannt oben an der Tür gefunden habe. Er konnte nicht verstehen, warum ich nur müde und nicht traurig war. Dann habe ich ihn in den nächsten Tümpel geworfen, um meinem Rücken das Grabschaufeln zu ersparen und mich an alles zurückerinnert. Du bist verrückt, Sky. Wegzugehen ist dumm, Sky. Angle einfach immer weiter am selben Ort, Sky. Ich weiß nicht, warum ich Hope County nie allein verlassen habe. Wenigstens komme ich jetzt in Bewegung. Wow. Na, das war ja ein Freund. Ja, und hier haben wir was zum Abspielen. Abspielen. Hey, Sky. Ich wollte nur sagen, dass ich dich und deine Angeltrupps vermissen werde. Aber viel Glück da draußen. Und tut mir leid wegen Dylan. Ich sag den Kindern, dass du unterwegs bist, um ein Seemonster zu fangen. Also bring ihnen ein Stück von einem mit, wenn du zurückkommst. Okay? Wow, coole Idee. Seemonster. Okay, raus. Kommen wir dann jetzt. Noch was hier? Ich gucke. So schön ist das aber nicht hier drin. Habe ich schon schönere Bunker gesehen. Ja. Aber auch krass, ne? Dass die alle so Bunker haben unter der Hütte und so. Mit allem drin, was man braucht eigentlich. Ja. Bei diesem Spiel wird man aber auch wirklich paranoid und sondern es die Bunker braucht. Ich meine, die Reichen haben alle im Bunker irgendwo unter. So, dann haben wir die Quest ja auch erledigt. Ja. Dann geht es im nächsten Part. Könnten wir den Herrn holen? Weil wir haben ja schon fast alle Charaktere schon. Okay, Sharky Boscha und Herc Droopman haben wir nicht. Oh. Aber dann müssen wir wieder da hoch. Ach, wir holen erstmal den. Aus. Glaube ich, der ist wenigstens. Wer ist das? Hier, den wir da befreien sollen. Ach, Rush? Echt? Na gut. Ja, gut, wir bedanken uns für euer Zusehen. Für eure Kommentare und für eure Tipps und Tricks. Lieben Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.